Hallo zusammen, ich habe was Neues. Die Faber-Castell Albrecht Dürer Watercolor Markers. Ich habe jetzt hier das Komplettpaket, es gibt 30 Stück davon in 30 verschiedenen Farben. Es sind wasserlösliche Marker von Faber-Castell. Und genau, sie heißen auch Albrecht Dürer, genauso wie die Serie der Aquarellbuntstifte, die es von Faber-Castell gibt. Und ich habe sie in der massiv großen Federmappe. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Federmappe. Gucken, ob da hinten noch so ein paar Infos stehen. Also die haben auf jeden Fall zwei Spitzen, eine Pinselspitze und eine feste Filzstiftspitze. 30 Künstler-Aquarellmarker, hochpigmentierte Tinte auf Wasserbasis, Marker mit zwei Spitzen, weiche, flexible Pinselspitze für malerische Arbeiten, Faserspitze, das Wort dafür ist Faserspitze, für detailreiche Zeichnung. Schlägt nicht durchs Papier, ausgezeichnete Aquarellierbarkeit auf Aquarellpapier, hohe Lichtbeständigkeit. Dann sind da noch 4 Pitt Artist Pens drin, pigmentierte Zeichentusche, höchste Lichtbeständigkeit, wasserfest, permanent geruchsneutral, säurefrei. Ja, die kennt man ja. Davon habe ich auch eine ganze Federmappe voll, aber die kann man immer gebrauchen. Die gehen auch immer mal wieder leer. Von daher passt das ganz gut. Ein Perfect Pencil Castell 9000. Das ist der hier unten. Was macht der denn, wenn er gestanden ist? Schreibt, spitzt, radiert, schützt und verlängert. Eingebauter Anspitzer, Härtegrad B. Aha, okay, den kannte ich noch nicht. Das ist ein Bleistift für unterwegs. Da kann man spitzen und radieren in einem. Das ist ganz cool. Ist ja auch die Intention dieser Federmappe, ne? Also ich find sie massiv groß, gebe ich ehrlich zu. Aber es soll alles drin sein, was man braucht, ne? Und ein Wassertankpinsel. Ist natürlich auch nett, dass direkt einer dabei ist. So, hier unten sieht man es nochmal. Das ist dieser Perfect Pencil Castell 9000. Der Waterbrush Pinsel hier. Also Pinsel. Mit dem Wassertank. Die 4 Spitzen, finde ich auch ganz gut. XSS, wie gesagt, habe ich dutzendweise, aber kann man immer sehr gut gebrauchen. Hier ist ein B-Bleistift drin in diesem Perfect Pencil Gestell. Und ich würde sagen, wir machen das Ding einfach mal auf, ne? So. Fühlt sich interessant an, so richtig nach ein bisschen Styropor-Federmappe, keine Ahnung, aber es steht Faber-Castell drauf. Ist eigentlich wirklich schön, schönes Schwarz. Ist eigentlich nett. Also ich gebe zu, ich würde sie jetzt im Normalfall auch in eine Mappe packen. Sehr hübsch. Aber es ist auch mal eine Variante. Finde ich wirklich gar nicht verkehrt. Das sind die Stifte, sind natürlich, ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich sag mal, was ich zum Vergleich hier habe, nämlich in einer Mappe. Ich habe, was ich vorher an Brushmarkern da hatte oder habe, sind die von Molotow. Da habe ich 2 Packungen von, eine mit ein bisschen mehr, dem Farbkastenset, ne, mit den leuchtenden Farben und ein Set mit mehr so, hier so gedeckten Farben. Und die habe ich mir eigentlich mit der Intention geholt, wirklich für Kalender gestalten, Bullet Journaling und Co. Habe ich auch wirklich viel benutzt. Die haben nur eine Pinselspitze, sind auch nachfüllbar. Und ja, das sind bisher meine Erfahrungen. Also ich habe damit wirklich nicht wirklich, also ich habe keine Bilder damit gemalt, sondern ich habe die wirklich für meinen Kalender benutzt. Hiermit werden wir mal schauen, was man damit anstellen kann. Das sind die Marker. Ich hole mal einen raus. Achso, es sind immer 2 Marker in einer so einer Schnalle. Gut. So, das ist die Pinselspitze. Und das ist die Faserspitze, wie wir gelernt haben. So, was steht denn hier drauf? So. Hier steht Faber-Castell Albrecht Dürer Watercolor Markers. Das ist orange. Ja gut, hier steht eine Farbbezeichnung drauf. Eine Lichtbeständigkeitsnummerierung, das sind in dem Fall 3 Sterne. Pigmentierte Tinte, wasserlöslich, höchste Lichtbeständigkeit. Waagerecht lagern. Okay, das kriegen wir hin. Genau, viel mehr Infos sind am Stift selber auch nicht zu finden. Hier sind die
Pitt Artist Brush Pens, Pen Brush. Die kennt man vielleicht auch. Also sind auf jeden Fall super für sowas. Gerade für Aquarellzeichen braucht man ja auf jeden Fall nicht wasserlösliche Stifte. Das ist der Wassertankpinsel. Der ist irgendwie niedlich. Ich habe selber hier auch noch welche. Die finde ich, glaube ich, ein bisschen, mag ich, glaube ich, lieber was. Das funktioniert auf jeden Fall, denke ich. Dann ist da dieser abgefahrene, lustige Stift. Hier mit dem Bleistift. Natürlich mit Radierer hinten dran. Und wenn wir das hier funktioniert. Achso, das dreht man dann so zur Seite, oder? Nee. Ah, okay. Das zieht man dann raus und dann kann ich hier so anspitzen. Funktioniert auch. Der war jetzt eh schon angespitzt, aber funktioniert. Ist ganz lustig. Das ist nicht schlecht. Okay, hat man dann für unterwegs. Ne, spart man sich einen Anspitzer. Ich meine, so ein Anspitzer ist auch nicht groß, aber so kann man den im Federmäppchen nicht verlieren. Das sind die Stifte. Ich bereite jetzt mal das Swatch-Heft vor. Dann probieren wir nämlich erstmal alle Farben aus. So, hier ist mein Swatch-Heft und ich habe schon geswatcht. Ich habe es nicht geschafft, den Fokus richtig zu stellen und alles ist verschwommen. Darum habe ich jetzt hier ein Aquarellblatt und probiere die Stifte noch einmal aus und schmiere ein bisschen rum. Aber hier sieht man schon mal das Endergebnis. Gefallen mir sehr gut die Farben. Blassen nach, muss man echt sagen. Also nass sind die Farben natürlich immer bei Aquarell deutlich frischer. Das hier zum Beispiel, das ist die Aquarellpalette, die ich selber benutze von Cynelier. Sieht man halt schon Unterschied, ne? Die sind halt sehr, sehr leuchtstark. In dem Fall ist es recht matt, dunkel deutlich nach teilweise beim Trocknen. Ist aber trotzdem sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Ich habe so ein bisschen rumgeschmiert. Probieren wir nochmal aus hier. Also, nochmal hier zur Ansicht. Das sind die Marker. Wir haben hier die dicke Pinselspitze. Da kommt deutlich mehr Farbe raus. Dann haben wir nämlich hier diese Faserspitze, also quasi der normale Filzstift, den man so kennt. Ja, damit kann man theoretisch auch schön schreiben. Genau, also wir haben auf jeden Fall ein sehr starkes Gelb. Dann haben wir ein Dark Chrome Yellow. Also schon so ein, ja gut, für mich ist das ein Knatsch Orange. Dann haben wir hier eigentlich eine sehr schöne Farbe, die fand ich ganz cool, Beige Red. Das ist die hier. Die dunkelt, irgendwie sieht die dann aus wie so ein rosé, dreckiges Braun. Finde ich aber auch ganz schön. Und natürlich habe ich hier schon mal den Wassertankpinsel. Lassen sich super gut verschmieren eigentlich. Es bleiben halt immer, es ist halt ähnlich wie bei Aquarellbuntstiften. Ne? Man kriegt nicht immer, es kommt immer so ein bisschen aufs Papier an, auf die Geschwindigkeit, in der man da durchrusht. Man kriegt die Striche nicht immer komplett weg. Aber gerade das kann man ja einarbeiten, ne? Das kann man ja benutzen manchmal. Also verschmieren lassen die sich wirklich gut. Ich finde die Pinselspitze auch ganz gut. Sie ist relativ groß. Lässt sich sehr präzise auftragen. Ist recht hart, wird wahrscheinlich noch ein bisschen weicher bei mehrfacher Benutzung. Das ist hier das Orange-Orange. Das ist krass Orange. Dann kommen wir jetzt zu den Rottönen. Können wir ja hier auch so ein bisschen verblenden. Also wenn man wirklich Farbe auf dem Papier haben will, dann sollte man wirklich die Pinselspitze nehmen. Da kommt sehr, sehr viel raus. Ein Deep Scarlet Red. Sehr, sehr schön. Noch ein dunkleres Rot. Kein riesiger Unterschied, aber nochmal so ein bisschen so eine tief dunklere Variante. So, ich gehe jetzt auch einmal hin mit der nächsten Variante, das ist ein lila, Middle Purple Pink. Ich mache hier mal einen Strich hin und lasse den komplett trocknen und dann gucken wir mal, wie gut man die Sachen dann anlösen kann. Also lässt sich auf jeden Fall gut verschmieren, wie man hier zum Beispiel sieht. Ne? Ich habe jetzt sofort mit dem Wasser gearbeitet, ich kriege es aber nicht. Kommt jetzt auch aufs Papier an wahrscheinlich, aber ich kriege es hier nicht komplett gut verschmiert. Aber wie gesagt, damit muss man dann zurechtkommen. Das Lila ist sehr intensiv.
muss man sagen. Dunkelt aber auch sehr matt nach. Ne? Also das war hier eine von den Farben, die wirklich sehr matt geworden sind. So, hier geht's weiter. Auch mit einer sehr intensiven Farbe. Ist ein Blauton. Auch eine sehr intensive Farbe hier. Nächster Blauton. Das klassische hellere Blau. So, hier habe ich jetzt die Faserspitze genommen. Und da sieht man halt auch noch mehr die Striche. Kommt auch ein bisschen weniger Farbe raus. Jetzt nochmal zum Vergleich. Hier sieht man das einfach so ein bisschen krasser mit der Pinselspitze. So, das hier müsste jetzt komplett trocken sein. Na, man kann die Farbe immer noch anlösen, gut verschmieren, aber der Strich bleibt halt, ne? So, nächste Farbe. Hier haben wir einen Kobold. Kobold? Ein Koboldgrün. Ein Kobaltgrün. Das ist auch ein sehr schöner Farbton. Der Kobold. So, jetzt kommen wir zu den komplett Grüntönen. Signalgrün, hier das sah von weitem eher schon so grau aus. Das ist ein Erdgrün. Finde ich wunderschön, die Farbe. Ich möchte euch sagen, die Grüntöne, gerade diese erdigen, blasseren Grüntöne, finde ich wunderschön. Die gefallen mir mit am besten von der Palette hier. Dann, das hier nennt sich nämlich auch eigentlich ein Grün. Das ist ein Goldgrün oder ein Grüngold. finde ich eher einfach so ein Braun, aber schöne Farbe. Was man auch natürlich machen kann, vorher ein bisschen Farbe auftragen. Versuchen. Ich habe leider keinen dicken Pinsel gerade zur Hand. So. Ja, dann sieht man halt, dass die Farbe natürlich verwaschener ist. Es ist halt ein ähnlicher Effekt wie mit den, hier, die Farbe wäscht sich hier raus. Das ist nicht schlimm. Das kann man machen. Dadurch wird sie halt auch blasser. Ne? Jetzt kann ich jetzt zum Beispiel mitmalen und ich habe einen sehr blassen Auftrag. Ne? Kann ja sein, dass ich das einfach mal möchte. Und wenn ich weiter male und die Farbe hier wieder reinläuft in die Pinselspitze, dann wird es auch wieder dunkler. Das kann wunderbar sein, wenn man einmal natürlich eine blassere Farbe haben möchte. Das muss man auch nicht auf dem Papier machen, auf dem man malt. Man kann natürlich auf einer Palette ein bisschen Wasser mischen. Dann kann man sich die Pinselspitze so ein bisschen auswaschen. Kann ich jetzt mal hier einen Deckel machen. Ne? Dann kann ich hier... Man sieht, die Spitze ist jetzt schon deutlich heller. Da habe ich die Farbe rausgewaschen. Und kann hiermit ganz sanft malen. Und das Schöne ist, umso weiter ich male, dann kommt die Farbe zurück. Und man sieht, die Farbe wird immer intensiver. So habe ich halt dann auch einen schönen Übergang. Ohne, dass ich jetzt mit Wasser riesig mischen musste. Das kann man vielleicht bei einer dunklen Farbe nochmal schöner sehen. Wie man sieht, jetzt habe ich hier ein sehr, als hätte ich bei normaler Wasserfarbe aus dem Napf, als hätte ich wirklich ganz, ganz viel Wasser genommen. Den gleichen Effekt habe ich dann hier. Und so habe ich einen ganz schönen, gleichmäßigen Übergang. Ich würde sagen, dafür sind diese Stifte auch echt schön. Finde ich ganz toll. So, Grautöne sind auch mit dabei. Jeweils zwei warme Grautöne, hell und dunkel. Und zwei kalte Grautöne, hell und dunkel. So, die letzten beiden, die wir zur Verfügung haben, ist noch ein ganz dunkles Blau. Und... das Schwarz. Ich würde sagen, das Schwarz ist auch wirklich intensiv, recht schön deckend, zumindest nass aufgetragen. Ich werde auch gleich mal gucken, ob ich noch eine Kleinigkeit damit gemalt kriege. Ich bin fertig. Hat sehr viel Spaß gemacht, damit hier so ein bisschen rumzumatschen, ein bisschen so sketchen. Man kann damit super gut einfache Flächen schnell kolorieren. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich glaube, man kann mit den Stiften einiges machen. Ich habe mich jetzt für die Babybugs Pack entschieden.
Ist aber, weil das hier mein Art-Year-Sketchbook ist. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja gerne mal gucken. Das Video dazu ist da. Da ziehe ich immer ein Thema, was ich male. Und da hatte ich zufällig gerade Zauberei gezogen. Und ja, da fällt einem zwar zuerst immer Harry Potter ein, aber ich finde, Bibi Blocksberg tut es auch. Die Stifte sind cool, die machen Spaß. Dass man zwei Spitzen hat, ist ganz gut. Ich glaube, ich würde trotzdem durchgängig eher die Pinselspitze benutzen. Aber wenn man irgendwie mal eine härtere Spitze braucht, was schreiben will tatsächlich irgendwie oder in eine kleine Ecke rein muss, ist diese Faserspitze schon nicht verkehrt, muss ich sagen. Aber gerade wenn man wirklich rumscrabbelt hinten mit viel Farbe und schnell das durcheinander macht, kann man die wirklich gut verschmieren. Man sieht hier immer noch die Striche durch, was in dem Fall ja auch gewollt war. Und ja, hat super Spaß gemacht. Also diese Stifte kann ich empfehlen als Aquamarker, finde ich nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe diese Molotow Aquamarker, die sind auch nicht schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Die haben nur eine Spitze, die finde ich einfach auch so etwas hübscher. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so viel tun sie jetzt auch nicht. Ja, macht Spaß, meins. Bis dann.